Was CSU und AfD über deutsche Muslime wissen sollten. 90% der 4,3 Millionen deutschen Muslime finden unsere demokratische Staatsform gut. Nicht-Muslime sind deutlich skeptischer. Nur 1,9% der muslimischen Mädchen nehmen nicht am gemischten Schwimmunterricht teil. Nur 0,01% der Muslimas tragen einen Ganzkörperschleier, 28% ein Kopftuch. Beides ist ihr gutes Recht. In Deutschlands über 11.000 Städten und Gemeinden gibt es nur 30 Muezzine, deren Ruf außerhalb der Moschee zu hören ist. Trotzdem schafften die Muezzine es ins Parteiprogramm der AfD. Dem Islam wird viel Unislamisches in die Schuhe geschoben. Ehrenmorde und Zwangsehen zum Beispiel sind im Islam ausdrücklich verboten. Sie stammen aus anderen, meist patriarchalischen Kulturen und existieren auch in christlichen oder hinduistischen Ländern. Muslime lehnen weltweit Gewalt gegen Zivilisten entschlossener ab als Nichtmuslime. 49% der US-Amerikaner und 31% der Europäer halten militärische Gewalt gegen Zivilisten für gelegentlich gerechtfertigt. Im überwiegend muslimischen Mittleren Osten sind es nur 19%. In den USA halten 58% der Christen, 52% der Juden, aber nur 21% der Muslime militärische Gewalt gegen Zivilisten für gelegentlich gerechtfertigt. Laut Verfassungsschutz gibt es 1200 gewaltbereite Islamisten. 500 gelten als Gefährder. Das sind 0,01% der deutschen Muslime. Aber es gibt über 11.800 gewaltbereite Rechtsradikale. Kein einziger Deutscher ist seit der Wiedervereinigung in Deutschland von islamistischen Terroristen umgebracht worden. Der psychisch gestörte kriminelle deutsch-iranische Amokläufer, der in München 9 Zivilisten ermordete, darunter 7 Muslime, war rechtsextremistischer Türkenhasser, AfD-Fan und Hitlerbewunderer. Aber kein islamistischer Terrorist. Gleichzeitig wurden seit 1990 in Deutschland über 180 Menschen von Rechtsradikalen ermordet, darunter mehr als 2 Dutzend Muslime. Mord ist im Islam streng verboten. Wenn jemand einen Menschen tötet, so ist es, als habe er die ganze Menschheit getötet. Alle wichtigen islamischen Gelehrten weltweit haben den Terror unzählige Male verurteilt und als unvereinbar mit dem Islam bezeichnet. 113 der 114 Suren des Koran beginnen mit dem Satz: Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Barmherzigkeit ist neben Gerechtigkeit die wichtigste islamische Tugend. Die vereinzelten martialischen Passagen des Koran, 2,1%, beziehen sich nur auf die historischen Angriffskriege der Mekkaner gegen das Medina des Propheten zwischen 623 und 630. Islamfeinde, Rechtsradikale und der IS reißen diese Äußerungen immer aus ihrem geschichtlichen Zusammenhang. Das ist nach herrschender islamischer Lehre unzulässig. Auch die Bibel ist voll martialischer Anweisungen für bestimmte historische Situationen. Sie ändern nichts an der Friedensbotschaft der Bibel. Dasselbe gilt für den Koran. Der Westen ist vor allem in der Neuzeit gewalttätiger als die muslimische Welt. Über 60 Mal griff er in den letzten 220 Jahren Länder der muslimischen Welt an. Aber nicht ein einziges Mal griff ein muslimisches Land den Westen an. Judentum, Christentum und Islam sind abrahamitische Bruderreligionen. Der Koran ist nach islamischem Verständnis das neueste Testament. Mohammed wird im Koran 4-mal namentlich erwähnt, Jesus 25, Maria 34, Moses sogar 136 Mal. Europas Zivilisation ist ohne den jahrhundertelangen Einfluss des Islam nicht denkbar. Der weltberühmte französische Soziologe Gustave Le Bon stellte nüchtern fest: Die Araber haben Europa zivilisiert. 600 Jahre lang waren sie unsere Lehrer und Zivilisatoren.